Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge bei Catlon Cops. Ich beginne mit dem nächsten Szenario, also nächstes Szenario, der Winter naht. Beginnen wir ganz kurz. Ich soll ja schnell beginnen. Und das werde ich jetzt durchspielen, fertig spielen, dass wir das nächste machen können. Letztes Szenario. Und dann kann ich irgendwann mal beginnen mit der Karriere. Grob gerechnet, Weihnachten ungefähr. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Oh, ja, beginnen das Szenario. Willkommen im Szenario, da wird der Naht, in dem es um die Baubearbeitung mit dem Scheibeck und dem Flug gehen wird. Anschließend musst du dich um die Düngung kümmern. Zunächst mit dem Güllefass, dann mit dem Pflanzenspritze und zum Schluss mit dem Düngerstreuer. Viel Spaß. Ne, weiter. So, gucken wir mal ganz kurz, passt. Nach der Ernte geht es an die Bodenbearbeitung. Die erste Bearbeitung nennt man auch Stoppelnbruch. Der Boden wird flach bearbeitet. Das kannst du mit den Gruppen machen. Am besten eignet sich für alles die Scheibenwecke, da diese noch flacher arbeiten kann und so schneller ist als der Gruppe fahren. Und dass du noch etwas schneller als mit der Gruppe fahren kannst. Spinn dich in deinen Deutz, hänge das Gewicht und den Gruppe in der Maschinenhalle an und mach dich auf den Weg zum Feld. Guten Morgen. Genau. Protest? Richtig. Jetzt wird das recht. Gut. Weg. Also Gewicht und... So. Wo ist hier zum Starten? Übrigens, ne? Das Tür öffnen. Er hat hier eine Seite, einen Schlüssel, ne? Gut. Ach, das Gewicht. Die Hilfe, die hätten. Tricken geht nicht. Wo die Maus geht. Also ich sehe nichts. Aber jetzt. Die Scheibenecke besteht aus zwei Scheibenreihen und einer Walze. Je nach Modell arbeitet die erste Scheibenecke nach links und die zweite Reihe genau entgegengesetzt nach rechts. So lockert und vermischt die Ecke den Boden. Okay. Wo ist das gute Stück? Entweder in der Halle oder außerhalb der Halle. Also die Katze ist nicht genau jetzt da. Gut, fahren wir dahin. Deutsch dürfen wir fahren. Na, FPS 39, CPU. Oh. 80 Grad. Ja. So eine kleine Anzeige oben links. Ist das, glaube ich, von drüben. Die müssen die Tür aufmachen und dann rückwärts reinfahren. So. Wenn ich alles täusche, war es von hier. Ja, wir haben jetzt August. Machen wir gewohnt Außenansicht. Das war schon was Feines, das haben wir schön gemacht. So, da ist die Seemaschine. Und da ist die Scheibenecke. Da ist der Flug auch noch. Aha. So, war da irgendwas da? So, da haben wir die, das gute Stück. Fahrer zum Feld, ja. Welches Feld? Achso, ja.
wird ja angezeigt, ne? Knappe 0,7 Kilometer jetzt. Ja, schon eine andere Geschichte, mal ein bisschen mehr Power hier. Ups. Federung. Ist geradeaus. Der beinahe abgebogen. So. Ich habe heute mal mit den Leistungen wieder hochgefahren. Mit der Bitrate pro Sekunde. Packt er noch. Ja, rechts. Wenn sie die Felder nehmen, wenn sie weit weg sind, sie oben ungünstig, ne? Ja, soll er zu Weihnachten einen großen Update geben? Frage nicht was, aber. Aber es soll so einiges kommen, denke ich mal. Ne? Wenn sie schon Weihnachten ankündigen, dann wird schon einiges dabei sein. Dann lassen wir uns halt überraschen, ne? So. Da sind wir. Angekommen. 06. Sind alles grün. Bremse. So. Der Landwirt kann bis zu einer Tiefe etwa 15 cm mit der Scheibenecke arbeiten. Manche Modelle von anderen Herstellern haben eine noch größere Scheibe, sodass der Landwirt noch tiefer arbeiten kann. Die Walze befestigt anschließend den Boden wieder, um Erosion, Bodenertauung durch Wind und Wasser zu vermeiden. Okay. Gucken wir das Feld. So, dann machen wir das Ding ausklappen. Mit X. Mit V sicherlich senken. Und da ist die Anzeige wieder links. Wo man sehen kann, aha. Das passt so, ne? Ich glaube, die fahren nicht mehr so schnell. Wie anfangs. Und da voll Gas geben konnte. So, jetzt wäre der Zeitpunkt zum Helfer einsetzen, ne? Aber hier ist das sowas nicht. Also, hier soll höchstens was geben, wo man jemanden einstellen könnte. Also direkt einen Angestellten, der dann bezahlt wird. Was auch im Prinzip besser ist, weil da kann man von Hof aus sagen oder entsprechend, egal wo man ist, du machst das und das mit den Fahrzeugen, ne? Du nimmst halt die Geräte dazu, musst du auch entsprechend einteilen und dann geht das los. Also ich gebe gerade Vollgas und er fährt zu 8 km/h. Das so Absicht ist, ich glaube schon. So, mal gucken. Da habe ich gerade bei 50% das Aufnahmeprogramm. Und beim. Jetzt auch keine Fehler im Ballon. Gut, das passt. Zeit haben wir jetzt knapp 10 Minuten. Ich denke mal, das Feld werden wir gerade so fertig kriegen, denke ich mal. Ne? Muss ich mal sehen.
weil die Folgenlänge soll ja nicht zu lang sein. Und bei den Missionen ist halt immer, das lässt sich im Grunde nicht steuern, ne? Ist schwer jedenfalls. So. Gib Gas, Junge, gib Gas! Das ist so eine Felle, die liebe ich wieder mal. Einfach zu klein. So, war P. Ja, das war ja Feld. Ja, ne? Und Tempomat. Ich glaube, ich gebe ein bisschen mehr Gas mit Tempomat. Da fahren wir jetzt ungefähr 10 km/h. Ja. Ah, gut. Das wollte ich sehen. Das mag er irgendwie nicht immer. Jetzt fahren wir automatisch. Schwierig. Tut sich schwer rückwärts mit automatischen Themen. Oh. Jo. Ja, da war doch was gewesen, ne? So. Was für Faule. Gut, nicht optimal, ne? Aber einfach nicht gerade gefahren. Jetzt haben wir halt die nächste Bahn ist halt der Verlust dafür weniger. Die müssen oben eh den gelben Balken voll bekommen und da ist es nicht ganz so dramatisch. Achso, je größer die Arbeitsbreite, desto mehr PS brauchst du natürlich. Bei der Scheidenecke Köckelig Rebell Classic brauchst du etwa 40 PS pro 1 Meter Arbeitsbreite. Damit sind bei Mitte 20 Arbeitsbreite etwa 200 PS. Ja, muss sein. Wollen wir das so glauben, ne? Der Hinweis ist gut, aber das hilft mir persönlich nicht weiter, weil ich bin in der Beziehung, das habe ich bald wieder vergessen.
das soll ja nicht stören, ne? Wir haben ja immer die Geräte gekauft haben, wenn wir merken, ob das geht oder nicht geht. So, das können wir wieder wegmachen. Ich habe mal neulich gesehen, so ein Video von Landwirt, MV. Die arbeiten auch mit GPS. Ich denke mal, ist auch am effizientesten bei großen Feldern. Da hat man entsprechend weniger Verluste, also man muss nicht die Arbeit doppelt machen, ne? So, am Anfang hätte ich auch GPS nehmen können zum Anfang. Dann wären die Stellen auch weg gewesen, ne? Aber gut. Ist doch halt so, ne? Die müssen den gelben Balken voll kriegen, das ist entscheidend. Wenn es jetzt keine Mission wäre, hat die Bahn zum Glück mal gemacht. So, auf, wieder zurück. Ja, die Mission soll ungefähr 2 Stunden dauern. Das hieß ungefähr, wir fahren vorwärts. Die rückwärts fahren, das will nicht so richtig klappen. Weil er unbedingt gut, vielleicht eine Tastatur mit Ding klappt das. Und bleibe im Tempomat, ne? Gas, Junge, gib Gas. Die Anzeige oben ist ein bisschen zu klein, ich kann es kaum erkennen. Ja, Leute, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sehe jetzt so, dass wir jetzt nicht alle schaffen werden. Ja, zur nächsten Aufgabe holt euch wieder ab. Und tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss und schönen Dank fürs Reinschauen. Und noch einen schönen Rest Samstag. Bis. Ja, morgen geht's weiter. Tschüss.